Hi YouTube, ich habe nach längerem mal wieder ein Video für euch. Tja, wie ihr sehen könnt, geht es diesmal um das Spiel Fuel. Ja, ich war gestern mal wieder unterwegs, habe ich das gesehen, habe mir gedacht, nehme ich das mal mit. Ja, fangen wir an, auf dem Cover sehen wir halt, was ich sehr cool finde, sieht man halt den Schriftzug Fuel. Und links und rechts davon ein Typ auf dem Crossbike, ein Typ hängt an einem Lenker von einem Quad, ein Auto und noch ein Typ. Ja, hier haben wir das USK 6 Logo, dann das Codemasters Logo und nochmal dieser blöde GameStop Preis, dieses Preisschild halt. PlayStation 3 Schriftzug, das kleine Logo von der Seite. Dann machen wir mal den Fuel Schriftzug, das PlayStation 3 Logo. Und hier unten nochmal, ja, so, PlayStation Network Logo. Ja, auf der Rückseite haben wir erstmal den Text: spektakuläre Open World Rennduelle mit verheerenden Naturkatastrophen. Ja, hier haben wir nochmal zwei Spielszenen oder aus dem Spiel halt. Einmal ein Rennen und nochmal hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann haben wir hier noch 75 Fahrzeuge, 14.000 Quadratkilometer Fläche, 70 Karriererennen, 190 Herausforderungen und grenzenlose Online-Welt. Ja, so viel dazu. Ich habe das halt mal auf der Xbox schon gehabt und da war schon fast keiner mehr online und das war schon fast ein Jahr her oder fast zwei. Und ja, mal sehen, bin gespannt, ob da noch sich welche tummeln. Dann haben wir hier noch einen Truck und noch einen Buggy. Dann haben wir hier www.fuelgame.com und hier haben wir stehen: ein Spieler, mindestens 2300 Megabyte, DualShock 3, Vibrationsfunktion, PAL und 720p, Netzwerkfunktionen und mindestens 2 bis 16 Spieler, Netzwerkspieler. Dann haben wir hier noch Aspo Studios und Powered by GameSpy. Ja, hier haben wir dann noch Dolby Digital Logo. Wichtig, dieses Produkt ist durch technische Schutzmaßnahmen kopiergeschützt. Ja, dann noch das Blu-ray Logo und noch diesen blöden GameStop Sticker. Ja, dann machen wir das mal auf. Nehmen wir erstmal das Booklet, welches von vorne genau wie das Cover vom Spiel aussieht, von der Spielhülle. Sieht man auch nochmal Fühlname und die links, rechts die Sachen, also Autos und Spieler. Dann haben wir hier halt das Booklet, welches in Farbe ist, was ich sehr cool finde. Dann halt das Übliche, was in dem Booklet drin steht. Einmal das, was man auf dem Monitor halt sieht, dann Controller, Steuerung, Herausforderungen, halt alles erklärt und natürlich Notizen sollte immer dabei sein. Ja, und ich habe entdeckt, dass hier vorne drauf eine Nummer steht, aber mir sagt die irgendwie nichts. Kann sein, dass es aus einer Videothek mal war, aber falls einer von euch weiß, was diese Nummer zu bedeuten hat, welche übrigens auch nochmal auf der CD zu sehen ist, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was die Nummer zu bedeuten hat. Und dann haben wir die CD hier, auch einmal Fio-Schriftzug, PlayStation-Logo, Blu-ray-Disc, nochmal ein paar Autos, USK6 und Codemasters-Logo und halt diese Nummer. Und nochmal diesen PlayStation 3-Schriftzug. Ja, innen drin, was ich auch sehr cool finde, ist wieder so eine Art Artwork. Hier sieht man halt einen oberkörperfreien Typi mit dem Helm, links und rechts von ihm zwei Autos und dann noch so Verzierungen drumherum. Ist auch halt farbig und ich finde es halt sehr cool, wenn so Spiele das innen drin haben. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meinem Unboxing. Ich wollte mich jetzt schon mal für die Tonqualität entschuldigen, weil ich benutze halt wieder meine etwas ältere Bridgecam und ja, da ist der Ton halt nicht so cool. Aber ich hoffe, das ändert sich auch bald. Wie gesagt, das war Fuel und danke fürs Zuschauen.